Ist alles soweit, Karbunkel? Ja, euer überreif Doppelrahmstufigkeit. Mein Ultraschall-Insektengeräuschgenerator ist bereit, jeden Stinkkäfer, jeden Silberfisch und natürlich auch jede widerliche Spinne in Chicago aufzuscheuchen. Entzückend! Die braven Bürger werden kreischend aus der Stadt flüchten und endlich werde ich Chicago ausplündern können. Wundervoll! Der Chef präsentiert Auflauf à la Winnie. Na los, haut rein, nur nicht so schüchtern, es reicht für alle. Was genau ist denn da so alles drin? Tja, was glaubt ihr denn? Ich glaube, wir sollten uns einen Hund zulegen. Hey, ihr wollt doch nicht, dass wir schlechtes Wetter bekommen. Ich hab solchen Hunger, ich könnte... Ey. Das nenne ich biodynamisch. Kakerlaken! Ja, und gleich eine ganze Sippe. Widerlich! Hey, empfangt ihr auch so komische Signale? Das sind miese Schwingungen. Die sendet in dieser Stadt nur einer. Limburger! Okay, Freunde, let's rock and roll! Das ist das reinste Wanzenfestival. Fabelhaft, unsere krabbelnden kleinen Freunde befallen die ganze Stadt. Und schon bald wird Chicago bofadonnig. Da sind ja schon wieder diese lästigen Ratten. Werfen Sie unser Nervensägennetz aus, zügig. Ja, euer aufgebrachte Alpenkrämigkeit. Hey, was ist denn hier los? Wahnsinn! Was ist denn jetzt los? Wo bleibt denn nur unsere Gastfreundschaft? Ich bin ganz sicher, dass unsere reizenden Gäste gern ein wenig stimulierende Gesellschaft hätten. Aber sicher noch, euer Schmelzkäsigkeit, ein Korb Killerbienen zum Hieressen. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Biker Mice from Mars. Diese Bienchen wollen uns keinen Honig bringen. Spritmischung auf extra super und jetzt vollen Rauch! Hey, hört ihr das, Freunde? Die surren genauso emsig wie unsere Maschinchen. Ich finde, die Schurken sind auch nicht mehr so gut ausgerüstet wie früher. Entschuldigt, ich muss kurz mit dem Imker plauschen. Fisch kann der ganz schön schnell rennen. Die bombastischen Bikerbuben retten Chicago vor den brummenden Bienen. Das wäre ein super Filmtitel. So, und jetzt verputzen wir endlich mein Kraftfrühstück. Tja, ich glaube, wir sollten lieber was essen gehen. Tja, tut mir sehr leid, Boss, aber ein paar von den Stacheln sitzen ganz schön tief. Ach du gütiger Hummertour. Oh nein, das halte ich nicht aus. Bleibt mir denn gar keine Demütigung erspart. Juhu, Lawrence, bist du das? Das ist meine unglaublich nervtötende große Schwester Latoya. Schnell sag ihr, dass dieser Hintern jemand anderem gehört. Aber ich sehe dich doch, kleines Windelmännchen. Oh nein, bitte nicht. Würdest du aufhören, mich mit diesem dämlichen Spitznamen aus der Kinderzeit anzusprechen? Das Problem habe ich längst im Griff. Na los, was willst du von mir? Zuerst einmal verlange ich als eine ältere Schwester von dir, dass du mir die offizielle plutarchische Begrüßung entgegenbringst. Hast du verstanden, kleines Windelmännchen?
Oh, Latoya, du weißt ja gar nicht. Willst du eine dicke Lippe riskieren, kleiner Bruder? Oh, oh. Hand in Hand gemeinsam stinken. Aua, Blutdank sinkt, die Welt muss. Au, auweia. Lawrence, wie in jedem Halbjahr wird es wieder einmal Zeit für meinen Aufenthalt auf der plutarischen Fettfarm. Ich muss unbedingt dorthin, bevor das ganze gute Fett weg ist. Und während ich mich dort regeneriere, musst du auf meinen entzückenden Liebling, deinen reizenden Neffen Marshall, aufpassen. Das meinst du nicht ernst? Marshall, der Furchtbare? Die Plage Plutarchs, der wahrhaftige Teufel? Ich wusste doch, dass ich dir eine Freude mache. Also dann roll ich mal zur Fettfarm. Tschüss. Küsschen, Küsschen. Das kommt absolut nicht in Frage. Hallo, Onkel Windelmännchen. Marshall, mein lieber Junge, das ist aber eine Riesenfreude. Was sind wir schon für ein großer Schick geworden. Aua. Oh, hallo, Onkel Käsefuß. Wo geht denn hier ein bisschen Action ab? Grease-Pitz, wenn dir nur ein bisschen was an deinem Job liegt, dann beschäftige dieses kleine, eklige Ungeheuer hier, und zwar ohne es gleich umzubringen. Ich werde mich jetzt erstmal ins Labor begeben. Oh. Juhu! Bahn frei! Oh je, mein Blattfuß jodelt. Ich hab da was für euch, euer mutige Quarkheit. Das ist ein Testmodell meines Hitzestrahlers. Er wird die Strahlen der Sonne um das Hundertfache verstärken und damit die Atmosphäre so unerträglich stark aufheizen, dass die Bürger Chicagos evakuiert werden müssen. Oh nein, ich bitte, schon wieder ein neuer Evakuierungsplan. Aber das ist nicht nur ein neuer Evakuierungsplan, sondern gleichzeitig ein Ausplünderungsplan. Wie Sie hier gleich sehen werden, beinhaltet der Hitzestrahler auch noch eine wunderbar hintertückische und gemeine, klitzekleine, hochexplosive nukleare Sprengladung, die sofort hochgeht, sobald die Temperatur 60 Grad überschreitet. Oh. Auf diese Art und Weise wird die Stadt in handliche kleine Stückchen zerlegt, die wir mühelos nach Plutarch schaffen können. Wirklich sehr beeindruckend, Doktor. Wann ist der Hitzestrahler einsatzbereit? Er wird gerade eben konstruiert, getarnt als ein 14-stöckiges Parkhaus. Ja! Ist wirklich gar nicht so übel. Also, das ist wirklich eine sehr gute Idee von Ihnen, Karbunkel. Ist Ihr Gerät zufälligerweise auch mit einem eingebauten Mäuseverdampfer ausgestattet? Ich fürchte nein, Euer Stinkigkeit. Schade. Aber natürlich, das ist es. Sehen Sie das Stativ, Karbunkel. Man tritt gegen einen Fuß, aber die anderen zwei geben auch nach. Verzeihen Sie, Euer geriebene Parmesanigkeit, aber wollen Sie vielleicht damit andeuten, dass wir die Mäuse vors Schienbein treten sollen? Nein, ich meine damit, dass wir nur eine von diesen miesen Ratten außer Gefecht setzen müssen und dann werden die anderen auch klein beigeben. Aber welchen nehmen wir? Ich muss einen schwachen Punkt finden, irgendeine Achilles-Rattenferse. Aber natürlich ist das nicht niedlich. Kinder! Hey, was ist das für ein Heavy-Metal-Gedröhne? Ach, das geht jetzt schon seit Tagen so. Sie sind da drüben dabei, ein neues Parkhaus zu bauen. Sieh mal einer an. Ratet mal, wer darin den Vorarbeiter spielt, Jungs. Grease Pit! Na klasse, was hat der alte Schmierlappen denn jetzt wieder vor? Das ist eine gute Frage. Sag mal, Freunde, sollten wir nicht jetzt schon einen Parkplatz reservieren? Okay, Leute, Mr. Limburger will nicht, dass ihr während der Arbeitszeit irgendwelchen Blödsinn treibt. Hey, wo sind denn meine Comics geblieben? Feierabend, Leute! Verzieht euch! Oh Mann, habt ihr gehört, Leute? Die lächerlichen kleinen Mäuschen wollen uns von hier vertreiben. Ich glaube, wir machen ihnen ein bisschen Feuer unterm Hintern. Eng, eng! Hey! Ja. Alles Gute kommt von oben! Mit deinen Mäusezähnchen. Tut mir leid, Grease Pigs.
Aber wir können Käse nicht leiden. Pass! Oh, Mama! Jetzt sei! Oh Mann, das wusste ich ja gar nicht. Du hast wirklich ein weiches Herz. Mist, ich muss den Kleinen ins Krankenhaus bringen. Sie können den Patienten jetzt kurz sehen. Hallo Kleiner, ich bin's. Kannst du mich hören? Kannst du sprechen? Oh je, ich hab das nicht absichtlich getan. Ich wollte dich wirklich nicht verletzen. Hörst du? Verzeihung. Ich komme wieder, kleiner Freund, versprochen. In diesen blöden Dingern schwitzt man wie verrückt. Und dieses verdammte Krankenhaus nach dem juckt mich am Hintern. Jetzt rück die plutarkischen Rollerflossen raus, die du mir für diesen Scheißauftritt versprochen hast, Onkel Fettklos. Oh, wie wohlerzogen. Aber alles zu seiner Zeit, mein Freund. Und lass deine Maske die ganze Zeit über auf, während du hier auf Erden bist. Diese elenden Säugetiere haben es nicht so mit allem, was grün ist. Karbunkel, ist das Parkhaus endlich fertiggestellt? Ja, euer teuflischer Pfefferkäse. Grease Pit transportiert gerade die Hitzestrahler dorthin. Nimm's dir nicht so zu Herzen. Du hast leicht reden. Immerhin habe ich einem armen kleinen Jungen wehgetan. Ja, aber hey, haltet mal an, Jungs! Na sowas, wenn das nicht die Karawane der Idioten war. Ja, und ich würde mir zu gern ansehen, was dir da Interessantes durch die Gegend karrt. Zeit für Rock and Roll! Hey, kommst du nicht mit? Was? Oh ja doch, natürlich. Let's rock und, naja, was auch immer. Auf Feier. Oh nein, diese dämlichen Mäuse bringen mich nochmal ins Grab. Also wirklich, sowas ist doch kein Benehmen. Der sollte mal einen Benehmkurs machen. Wo sind denn die Mäuse bloß jetzt wieder hin? Ich muss sie abgeschüttelt haben. Achtung, da kommt eine kleine Überraschung aus dem toten Winkel. Und Seitenwechsel. Zwei Mausburger mit Ketchup. Kommen sofort. Oh nein, es geht nicht. Mann, als ob's für eine Marsmaus nicht schon schwer genug wäre, eine Motorradversicherung zu kriegen. Vielen Dank für die Hilfe. Okay, zeigen wir es diesen wandelnden Ölflecken. Putzen wir ihn weg. Lass mir nichts von ihm übrig. Ich glaube, ihr erledigt das lieber ohne mich. Hey, du kannst uns doch nicht... Was machst du da für einen Unsinn? Habt ihr das denn nicht gesehen? Ich hätt's fast versaut. Ihr wärt beinahe wegen mir draufgegangen. Seit dieser Sache mit dem Jungen... Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht schuld warst. Hört mal. Ich will euer Leben nicht nochmal in Gefahr bringen. Im Moment bin ich euch keine große Hilfe. Ohne mich seid ihr besser dran. Ich warte auf euren Befehl, den Hitzestrahler zu aktivieren, eure hintertriebene Hüttenkäsigkeit. Nun denn, wohlauf, starten Sie! Das sieht nach Ärger aus, und zwar nach riesengroßen Ärger. Ärger der Marke Limburger. Let's rock! And... Lass gut sein. Ohne unseren Kumpel ist das nicht dasselbe. Ah, ich fürchte, wir bekommen Besuch, euer rohmilchige Niedertracht. Oh Mist.
Das sind die kläglichen Überreste dieser rasenden Radratten. Dabei hatte ich gehofft, dass sie nach dem Verlust ihres Kameraden in Frührente gehen. Wie dumm von mir. Machen Sie sich keine Sorgen, euer Schimmelkäsigkeit. Hallo, Windelmännchen. Sagen dir die Worte Rollerflossen irgendetwas? Was sagten Sie gerade, Dr. Karbunkel? Ich habe Ihnen gerade gesagt, dass die Garage absolut mäusedicht ist. Ach ja? Nein! Krieg ich jetzt endlich meine Rollerflossen her? Komisch, das Tor ist so leicht aufgegangen. Sieht so aus, als ob wir erwartet werden. Möglicherweise habe ich schon mit Eindringlingen gerechnet und deswegen einige Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Mann, die haben aber strenge Parkvorschriften hier. Fabelhaft, Karbunkel, mein Lieber. Einfach fabelhaft. Und denkt immer daran, euer stinkende Verschlagenheit. Wenn die Temperatur auf 60 Grad steigt, dann werden nicht nur die dämlichen Mäuse, sondern ganz Chicago in die Luft fliegen. Hallo, Kleiner. Wir... Hey, wo ist denn mein kleiner Freund hin? Oh, Limburger. Wenn er dem Kleinen was zuleide tut, dann... Ich will meine Rollerflossen, und zwar auf der Stelle, hast du verstanden? Du fette Flunder! Mein lieber ungezogener Neffe, vielleicht ist es dir entgangen, dass du, sofern du nicht sofort in dieses Raumschiff steigst, in atomaren Staub zerlegt wirst. Ein Umstand, den meine Schwester, da bin ich sicher, höllisch übel nehmen würde. Aber du hast es versprochen! Du hast es mir versprochen! Ja, aber du musst doch einsehen, dass ich niemals die leiseste Absicht hatte, dieses Versprechen einzulösen. Das wird dir noch leidtun, sehr leidtun, dafür sorge ich. Wenn der alte Stinkfisch dem Kleinen was angetan hat... Hey, Rattenfresse! Suchst du mich? Hey! Hey, da bist du ja, kleiner Freund. Dir geht's gut. Und du kannst laufen? Erstens bin ich nicht dein Freund, du hirnrissiger Hamster. Und zweitens bin ich nicht mal ein Mensch. Na sowas, du bist ein Plutarker? Klar, Mann. Hör zu, du bist ganz schön reingelegt worden, und zwar von meinem Onkel, dem alten Käsekin. Und jetzt hat er deine Freunde in dem Parkhaus in eine Falle gelockt. Bei 60 Grad werden sie getoastet. Was? Oh, dieser verdammte Stinkende. Endlich hast du es geschnallt, Erbsenhirn. Und jetzt entschuldige mich, ich muss den Transporter warm laufen lassen, für den Fall, dass du es total versaust. Ich muss sofort zu dem Parkhaus fahren. Das hat keinen Sinn. Das ist plutarkischer Panzerstahl. Den schneidet das Ding nicht durch. Ja, und der Käfig ist auch zu schwer, um ihn hochzuheben. Ich fürchte, diesmal sitzen wir wirklich in der Falle, Vincent. Kann ich euch irgendwie helfen, Jungs? Naja, ich weiß nicht, Alter. Hast du noch einen vierten Mann zum Pokern dabei? Nein, tut mir leid. Naja, dann wär's nett, wenn du uns hier rausholen würdest. Ja, und zwar heute noch. Ganz wie ihr wollt. Fluchtmanöver 87B. Los geht's! Danke, Kumpel. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, du hast uns gefehlt. Natürlich rein macho-mäßig. Klar doch. Jetzt sollten wir uns den Hitzestrahler vornehmen. Ja, ich hab mich schon so darauf gefreut, es wieder zu sagen. Und eins und zwei und let's rock and roll! Was? Oh nein! Die verdammten Hamster sind wieder komplett. Alle drei. Los, Schurken, radiert sie aus! Gebt mir Deckung, ich kümmere mich um die Spiegel! Ja, hier wird scharf geschossen! Du wolltest wohl sagen, scharf gewürzt! Jetzt nehme ich diese miese Maus aufs Korb. So, komm schön zu Papa, Baby. Verdammt, diese elenden... Oh nein! Machen wir Kleinholz draus. Jetzt kühlt sich die Situation merklich ab. Onkel Käseäckchen, könnte ich jetzt meine Rollerflossen haben? Hä?
Vergiss es, die kriegst du weder jetzt noch irgendwann. Tja, wenn der See nicht zum Fisch kommt. Oh nein! Ich kann es nicht leiden, wenn mich Verwandte besuchen.